Und zurück zu einer neuen Folge Dein Leid. So, wir müssen mit Rais sprechen oder wir müssen uns ihm vorstellen, weil wir sind ja noch neu in der Gruppe hier. Und ich hoffe mal, dass er uns das Antizin verkauft, weil wir das brauchen. Können wir hier hochrennen? Geil, wir können hier hochrennen. Brauche ich aber nicht hoch. Und ich wollte euch noch sagen, wenn es euch an dieser Stelle gefällt oder euch generell dieses Let's Play-Projekt gefällt, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich hier ein bisschen unterstützt, fleißig kommentiert, fleißig liked oder auch, wenn ihr wollt, auch ein Abo da lasst, würde mich auch sehr freuen. So, jetzt aber genug gesammelt und ich würde sagen, ab zu Rais. Den lassen wir mal, wir wollen unsere Waffen ein bisschen sparen. Wow. Alter, der kommt ja hier hoch. Alter, was geht mit dem ab? Wir können jetzt auch schon Parcours oder was? Anscheinend. Ich hoffe mal, der ist nicht allzu weit weg, der Schlingel, ja. Dass wir hier einigermaßen gut durchkommen. Da ist eine Kiste, die nehmen wir uns natürlich noch mit. Batterie. So, 408 Meter, will mich der verarschen? Hier sind die Pflanzen. Alles klar, okay. Ich habe eine neue Fähigkeit gelernt. Damit können wir praktisch uns so Kräuter herstellen. Damit wir ein bisschen mehr aushalten, ein bisschen mehr Schaden machen und so weiter. Können wir dir mal helfen? Deine Hilfe auf ewig, danke. Oh, was, Mensch? Okay, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, glaube ich. 90% Leben noch. Weil wir hier rüberrennen müssen. Und dann dort hoch. Da steht es aber auch schon wieder rum. Schauen wir mal auf die Karte, wo der ist. Ist der weiter weg? Ach du Scheiße. Ich habe noch ganz schön was vor mir. Okay, es hilft aber nicht. Wir müssen dort irgendwie jetzt mal ein bisschen zügiger hier durch. Die sind ja Gott sei Dank nicht so schnell, die Kameraden hier. Ist das eine Art Wasserwerk oder sowas? Hier ist eine Kiste, da brauchen wir wieder einen Dietrich, den wir nicht haben. Können wir hier hoch? Hochziehen. Network habe ich. Ich habe mich auf Offline geschaltet, deswegen steht es jetzt hier immer so. Boah! Alter Schwede. Sie müssen dich sehen und wissen, wer du bist. Schleich dich nicht an sie ran. Sonst fängst du dir noch eine Kugel ein. Dann wünsch mir Glück. Viel Glück, Bruder. Du wirst es brauchen. Okay, es müsste eigentlich da vorne sein. Gehen wir mal hier durch. Nicht schießen! Was willst du hier, du Scheißkerl? Ich will Rais sprechen. Brecken schickt mich. Brecken? Das Arschloch vom Turm? Na gut, was will der Kerl denn? Es geht um ein Geschäft. Was für ein Geschäft? Das geht nur Rais was an.
Nicht seine Handlanger. Na gut, lass ihn durch. Das wird bestimmt lustig. Okay, dürfen wir jetzt hier rein? Ich springe jetzt hier mal rein. Okay, Sicherheitszone wird betreten. Klopfen. Da gibt es anscheinend mehrere Fraktionen. Wir sind schon sehr lange Freunde. Deshalb bin ich auch sehr überrascht, dass du mich bestiehlst. Sind wir uns nicht schon mal irgendwo begegnet? Und jetzt hast du die Wahl. Einfach die rechte Hand oder die... Links. Von mir oder von dir aus gesehen? Du siehst wie einer vom Turm aus. Was willst du? Ich bin geschäftlich hier. Geschäftlich? Oh, die ganz schönen Kisten hier. Schwere Zeiten. Und was kriege ich dafür? Deine Dienste? Deine Treue? Vielleicht sollte ich beides nehmen. Sprich mit Karim. Er gehört zu uns. Tu, was er sagt. Dann gibt Reis deinen Leuten vielleicht etwas Antizin. Verstanden? Hab wohl keine Wahl. Gut erkannt. So, was? Rostiges Schiff? Schiffmesser? Warte mal. Bodenplanke, wie kann ich das weghauen? Fortfahren. Inventar, Bodenplanke. Das zerlegen wir mal. Kann ich das jetzt nehmen? Schmeißt du das wieder weg? 40, 30, 93. Ah, jetzt habe ich es alles zwei. Alles klar. So, stellen Sie sich bei Rais vor. Haben wir doch gerade. Muss ich hier reingehen? Hineingehen. Ich habe Rais getroffen. Jade hat recht. Was ein Psychopath. Außerdem ist er der abtrünnige GRE-Agent. Jetzt muss ich mit diesem Mistkerl kooperieren. Wegen der Mission. Und weil er jede Menge Antizin gebunkert hat. Dieser scheiß Virus. Okay. Lassen Sie sich von Karim eine Aufgabe zuweisen. Dann schauen wir doch mal. Hier ist auf jeden Fall ein Händler. Was hat denn der Schönes? Handeln? Boah. Okay. Da bist du ja. Rais sagte, du würdest kommen. Ich bin Karim. Crane. Ein Amerikaner. Hab einen Onkel dort. Lebt in Texas. Kommst du aus Texas? Bist du ein Cowboy? Aus Chicago. Okay, Al Capone. Wir bleiben per Funk ständig in Verbindung. So weiß ich, dass du auch da ankommst, wo du hin sollst. Und wo genau ist das? Du wirst auf Antennenmasten steigen, um Kurzwellenregler einzuschalten. Die meisten meiner Männer sind zu lahm, zu fett oder zu besoffen, um so eine Aktion lebend zu überstehen. Wenn ich das mache, kriege ich das Antizin? Das liegt ganz bei Rais. Ich kann nicht für ihn sprechen. Vermasse es nicht. Er mag es nämlich nicht, wenn man ihn enttäuscht. Alles klar. Kontaktieren der GRE. Wir können recht
dich, gute Freunde, sehr. Könnten wir hier übernachten? Bis zum Einbruch so dunkel hält hat. Ne, das mache ich bestimmt nicht. Bin hier komplett bescheuert. Ich habe einen Typen namens Karim getroffen. Er ist sowas wie Rais Haushofmeister, sein oberster Handlanger. Karim hat mir den Auftrag erteilt, ein paar Antennen für Rais zu reparieren. Es gibt doch nichts Besseres, als den Laufburschen zu spielen. Schauen wir doch mal, wo das auf der Karte ist. Okay, es ist eh nicht weit weg, aber das werden dann wahrscheinlich wieder mehrere Antennen sein, kann ich mir vorstellen. Bestimmt nicht nur eine, das wäre nämlich zu schön, um wahr zu sein. Okay, wir müssen hier durch. Ich denke mal, das ist da hinten irgendwo. Zeit verlassen. Wir springen einmal. Hier kommen wir nicht rüber, alles klar. Gehen wir doch mal weiter. Jetzt sind die Kameraden nicht ganz so schnell. Denk mal, wir müssen hier irgendwas machen. Ah, wir müssen erstmal funken. Crane. Bericht. Hab Rais getroffen. Kein Zweifel. Er ist Suleiman, ein echter Psychopath. Vom skrupellosen Politiker zum verkackten Warlord. Weiß er, dass Sie für uns arbeiten? Nein. Für ihn bin ich nur ein weiterer Turmbewohner, den er Faxen machen lässt, bevor er ihm Antizin gibt. Verstanden. Fahren Sie fort wie gehabt. Wir brauchen die Unterlagen. Toll. Crane Ende. Alter Schwede, da sind wir ein richtig weiter Weg. Jetzt weiß ich bloß nicht, kann ich jetzt... Da sind Pflanzen. Nehmen wir uns einfach mal mit. Was genau soll ich jetzt machen? Der Funkverkehr ist seit der Quarantäne ziemlich unzuverlässig. Diese Modulatoren verstärken das Signal, damit Rais mit den Außenposten am Stadtrand kommunizieren kann. Das ist für alle von Vorteil, nicht nur für Rais. Vielleicht, aber der Kaiser muss sein Reich überwachen. Erst wenn wir hier ein bisschen looten, Leute, looten. Schauen wir, dass hier nicht so eine komische Figur rumrennt. Wird hier noch was? Ich hätte mal Bock gewesen, sehen. Gehen wir lieber mal raus. Ist hier so ein Riesenvieh? Wir waren ein Haufen Zombies auf den Fersen. Mindestens zwei Dutzend. Er ist allein, er hat keine Chance. Karim, bin bei der ersten Antenne. Wenn der Strom nicht an ist, musst du ihn anstellen. In dem Schuppen am Fuß der Antenne müsste ein Schalter sein. Stell den Hauptgenerator ein. Die Funkantenne. Okay.
könnte eigentlich auch mal brennen. Das ist eine Bombe, ey. Kann ich Bomben herstellen? Böller? Okay. Nur 6 Stück. Hauptgenerator ein, die Funkantenne ein. Wie komme ich denn da rein? Da irgendwie rein, aber wie? Wie soll ich denn reinkommen? Thank you.
weil dieser völlig irre Infizierte, dem das Gedärm aus dem Maul baumelt, mich mit giftigem Schleim bespuckt hat. Kein schlechter Grund. Er muss irgendwie ein bisschen hier rüber locken. Nicht rein. Wie mache ich das am besten? Aber keine Bomben mehr. Schauen Sie die irgendwie hier rumlocke oder so? Das war's. Der Saft fließt wieder. Gut. Und jetzt hoch zur Spitze. Hm.
So, ich hoffe mal, wir kommen jetzt da hoch, ohne aufgehalten zu werden. Okay, so kommen wir nicht hoch. Da ist eine Leiter. Die ist innen drin. Paket, Päckel. Sehr gut. Metallteile sind immer gut. Ich denke, wir müssen hier hoch, oder? Okay, wie geht's hier weiter? Ah, okay. Alter! Macht die Alte hier oben? Oh, Scheiße. Karim, jemand hat das Ding bereits ausgeschlachtet. Hier gibt es nichts mehr anzuschalten. Scheiße, hatte ich befürchtet. Na ja, dann weiter zum nächsten Mast. Das ist nicht weit. Nimm die Seilrutsche und geh Richtung Osten. Da ist er. Gut durchkommen. Ich habe jetzt so viele Bomben verballert. Langsam mal gehen hier. Meine Ausdauer hier nicht gleich wieder flöten geht. Spielplatz. Hey Karim, was ist, wenn der zweite Sender auch kaputt ist? Du meinst wohl, was dir blüht, wenn du Reis enttäuscht? Ganz einfach, ein grausamer Tod. Ist aber keine Kiste, nix. Okay,
Okay, das wird der zweite Turm sein. Bisschen aufpassen hier. Aber ich merke schon, die Waffe, was ich jetzt habe, ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Dann brauche ich 3 Milliarden mal draufballern. Säubern Sie das Areal. Ach du Scheiße. Überprüfen Sie die zweite Antenne. Karim, ich bin beim zweiten Antennenturm. Der Zaun steht unter Strom. Ich glaube, da ist jemand. Das ist Alexei. Möglicherweise auch noch sein Sohn Christoph. Beides Nervensägen. Beachte sie nicht. Du musst dort rein und den Transmitter einschalten. Und wie? Müsste ich reinkommen. Was zum Henker willst du? Schalten Sie den Transmitter ein. Ist er da oben oder was? Okay, schauen wir mal. Hier hoch oder nicht? Ne, hier geht's ja gar nicht hoch. Hier geht's nicht hoch, hier geht's nur runter, oder? Ne, runter geht's auch nicht. Muss glaube ich hier runter. Oh. Wo ist der blöde Transmitter? Das muss oben sein. Ist jetzt nichts, aber wir sind auf jeden Fall in der Safe-Zone drin. Das ist doch schon mal was. Okay, also muss es hier oben sein. Oh, nee, oder? Ich komm jetzt da nicht mehr raus. Dunkelheit warten wir nicht. Scheiße. Jetzt muss ich da oben wirklich nochmal ranspringen. Okay, hilft nicht. Machen wir nochmal. Okay, wo ist der Transmitter? Muss ich mit ihm reden oder was? Ich muss auf den Turm rauf. Wieso denn das, verdammt nochmal? Für Rais. Er schickt mich her. Du siehst mir gar nicht wie einer von Rais Leugner aus. Okay, ich sag Rais einfach per Funk, dass ihr mich nicht reinlasst. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Du willst hoch? Gut, na los, dann kletter rauf. Ich kann das nicht mehr. Sprich nicht so laut. Sollen Sie mich doch hören? Christoph, was ist los mit dir? Wir versuchen hier am Leben zu bleiben. So. Das sind Sie. Ja, wir arbeiten für Sie. Und genau deswegen sind wir noch nicht tot. Du solltest weniger deine große Klappe und eher deine Irren gebrauchen. Sonst geht's uns beiden an den Kragen, Christoph. Muss ich jetzt hier hoch, oder was? Okay. Okay, die Leitern sind alle dicht. Das heißt, ich muss wieder hochhangeln hier. Okay, die schmeißen schon wieder Pickel ab.
mache ich jetzt nicht. Ah, hier geht's hoch, okay. Dann komme ich da jetzt nicht hoch. Okay, hier ist offen. Hier ist wieder zu. Die Scheißkletterei war's wert. Das hab ich auch mal. Hier kommen wir wieder nicht hoch, mal. Kann ich da ran oder nicht? Darüber springen, ich weiß es nicht. Okay. Das Ding ist immer noch intakt. Mal sehen, ob es die Mühe wert war. Hey Karim, der zweite Sender läuft jetzt. Funktioniert's? Karim, hörst du mich? Klar und deutlich. Gut gemacht. Du findest allein zurück, ja? Okay. Okay, ich überrichte die Bezahlung ab. Der wieder Energie verloren. Du warst das, oder? Rahim? Die Antennen. Brecken hat's mir gesagt. Die Verbindung ist jetzt glasklar. Gut gemacht. Ewig weit. Das hilft allen, ganz besonders Dr. Zara und Dr. Camden. Sie können ohne Rauschen miteinander sprechen, zum allerersten Mal. Wir sehen uns im Turm. Auf ihn! Ewig weite Wege hier. Ich bin gespannt, ob es irgendwie andere Transportmittel irgendwann mal gibt, ob man das dann irgendwie ein bisschen schneller managen kann, weil das ist schon extrem. Aber dabei können wir uns ein paar Pflanzen mitnehmen. Okay, hier ist schlecht. Hier müssen wir rein. Ich habe hier jemanden, der sich mit dir unterhalten will. Ja, ich komme ja schon. Wer? Ist da Kyle Crane? Wer will das wissen? Ich heiße Troy. Ich führe eine kleine Gruppe Überlebender in Sektor 0 an. Wir nennen uns die Glut. Sektor 0 ist vollkommen isoliert.
Okay, gehen wir nochmal rein. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die Zwischensequenz noch an und dann machen wir auch schon wieder einen Cut an der Stelle. Und das Antizin holen. Doch schon ziemlich langer Part jetzt, aber jetzt schauen wir uns noch, was sie zu sagen haben. So, okay. Dann sprechen wir doch mal mit ihm. Tja, du hast nicht nur Karims Auftrag ausgeführt, sondern bist auch heil wieder zurück. Bravo. Bekomme ich jetzt Antizin? Du meinst, ich sei so leicht zufriedenzustellen? Du musst noch einiges beweisen. Schau, wir brauchen das Mittel dringend. Gib es mir jetzt, dann komme ich zurück und tu, was du willst. Du kriegst das Antizin, wenn ich es sage. Keine Sekunde früher. Wie gesagt, man kann mit mir reden. Tust du, was ich von dir verlange, gebe ich dir nicht nur eine, sondern gleich zwei Kisten Antizin. Also gut. Was soll ich für dich erledigen? Das ist ein bisschen was anderes als die Antennensache. Du brauchst mehr Überzeugungskraft. Den eigenen Willen durchsetzen. Die eigenen Regeln machen. So wird man zum Mann. Lebst du nach deinen eigenen Regeln, Crane? Oder bist du jemandes Marionette? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Sprich mit Karim, sonst beschließe ich, dass du es nicht wert bist. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle Schluss und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann müssen wir mal schauen. Wir müssen dann erkundigen, sich nach dem Weg zu den Siedlungen. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, ich weiß ja nicht, wie lange, ob ihr überhaupt noch dran seid, sind ja doch schon 40 Minuten. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Kommentar, Like oder auch Abo freuen, wie ihr lustig seid. So, aber bis dahin würde ich sagen, schaut auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge rein. Es wird sehr, sehr spannend. Bis dahin, ciao, ciao.